Nur 4 Tage hielt die Freude, dann war vorerst Schluss mit der Karriere des ersten AfD-Bürgermeisters Brandenburgs. Wegen eines Formfehlers erklärte die Kommunalaufsicht die Wahl von Detlef Früh als Rathauschef von Lebus für ungültig. Der Ort liegt im Osten Brandenburgs, 10 Kilometer nördlich von Frankfurt, an der Oder. Weil die Abstimmung nicht auf der Tagesordnung stand, sei der Öffentlichkeitsgrundsatz der Kommunalverfassung verletzt worden, schreibt die Märkische Oder Zeitung. In der kommenden Woche stimmen die Abgeordneten deswegen erneut über ihren Bürgermeister ab. Bis dahin kann sich ein Gegenkandidat aufstellen, bei der Wahl vergangenen Donnerstag trat Früh alleine an. Die Abstimmung sorgte für bundesweites Aufsehen, weil Früh mit Stimmen von CDU und Linke gewählt wurde. Inside AfD, die Community für Kritiker der Rechtspopulisten.